Sunset Club, Joko Winterscheid eigenen Podcast. Moderator Joko Winterscheid, 44, geht erneut unter die Podcaster. Gemeinsam mit seiner Kollegin und Autorin Sophie Passmann. 29, startet er ab dem 18. Mai den Podcast Sunset Club. Wie es in einer Mitteilung der verantwortlichen 7. Wann Audio heißt, geht es inhaltlich um die Medienwelt, Alltagsbeobachtungen und Karriereratschläge. Hörbar ist Sunset Club immer donnerstags überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Winterscheid spricht über sein neues Projekt gewohnt selbstironisch, der Sunset Club ist für alle. Unser Mindestziel muss es sein, in den ersten 4 Wochen 80 Millionen Mitglieder zu gewinnen und von da an schauen wir mal. Auch seine Mitstreiterin Passmann schlägt in eine ähnliche Kerbe. Ihr neuer Podcast sei wie das Gegenteil des Brad Pitt-Films Fight Club, wir reden sehr viel über den Club. Was ist falsch an uns, dass zum Start niemand mitmachen wollte, außer uns? Mit diesem Statement spielt sie auf den Grundgedanken von Sunset Club an, ein Podcast-Club, zu dritt mit einem weiteren Top-Prominenten. Doch niemand habe zugesagt oder gar geantwortet. Deswegen seien die beiden die einzigen Mitglieder des Podcast-Clubs. Ehrenmitglieder seien aber willkommen. Für Joko Winterscheid ist es nicht das erste Engagement als Podcaster. Bereits 2017 startete er gemeinsam mit dem Fotografen Paul Riebke. 42, alle Wege führen nach Rom, in dessen Folge es auch zu einer Deutschlandtour der beiden kam. Ende 2021 kündigte Winterscheid seinen Ausstieg zum Jahreswechsel an und begründete dies mit zeitlichen Schwierigkeiten. Mit Sunset Club zieht Joko nun aber wieder mit seinem langjährigen TV-Partner Klaas Häufer Umlauf. 39, gleich, der bereits seit 2019 den extrem erfolgreichen Podcast Baywatch Berlin betreibt. Gemeinsam mit dem TV-Producer Jakob Lund, 36, und dem Creative-Producer Thomas Schmidt. 43, plaudert Klaas ebenfalls viel über die Medienwelt und gewährt oft Einblicke hinter die Kulissen seiner TV-Shows. Neben dem klassischen Alltagsgeplauder installierten sie auch wiederkehrende Rubriken wie zum Beispiel Fragen an den Prominenten oder Darüber will ich nicht reden. Baywatch Berlin zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast-Formaten und war bereits für den Deutschen Comedy-Preis nominiert.